So, Ziti ist immer noch nackt. Warum auch immer. Das verstehe ich nicht. Hätte doch genug Zeit gehabt mittlerweile, sich irgendwas zu besorgen. Ich sehe gerade, wir haben ziemliche Unstimmungen hier. Bei uns. Wie hat sich. Also. Ein paar verstehen sich hier nicht so gut. Oh, er ist hier mit allem auf. Der Skrull ist hier mit allen auf. Kriegsfuß. Ich hoffe, das bessert sich noch mit der Zeit. Mal sehen, was das mit dem wird. So, da würde ich jetzt einfach mal Squirrel reinpflanzen. Wird ja hoffentlich gleich fertig. So, das denn? Haut da zweimal auf und das war's. Schon merkwürdig. Zweimal aufklopfen, fertig hier sein. Ich hätte noch nie so einen vollen Kühlschrank, ehrlich. Sollten ein paar mehr Leute zum Mining gehen. Ist er nun wieder gesund oder was ist mit dem Squirrel? Schon wieder Cargo Pots, ich glaube das nicht. Was ist es diesmal? Irgendein. Irgendeine Nahrungsform. Ah, sehr haltbares Essen. Wahrscheinlich sowas wie synthetische Nahrung. Könnte was sein. Ah, was mir einfällt gerade. Wir müssen ja unsere Homezone mal wieder anpassen. Denn wir haben ja ein bisschen ausgebaut. Irgendjemand ist gerade verwirrt. Theo. Konnte nicht gut schlafen. Schauen wir, was das mit ihm, was das hier alles wird. Ich hoffe, das bricht hier nicht mit denen irgendwie mal auseinander. Das ist einer von denen. Ausrastet. Das wäre echt doof. Er entkleidet sich komplett.
Weiß nicht, warum die das immer machen, aber. Windanlage steht. Sehr schön. Vielleicht noch eine zweite. Wobei, naja. Aha. Ein Party-Spot und ein Marriage-Spot. Was das wohl sein kann? Ich habe jetzt mal ins Party-Spot schon gesetzt. Mal sehen, ob die irgendwann Party machen oder wofür ist das gedacht? Was für eine Art Party ist das denn? Das ist hier die wichtige Frage. Eigentlich müssten wir ja genug Stahl hier haben. Ja, genau. Haben wir auch. Schaut er jetzt soweit erstmal ganz gut aus. Außer dass uns immer noch ein geeigneter Bogen fehlt. Was haben wir denn hier angeschleppt bekommen? Granit. Wie wäre es denn mit Granitbogen? Müsste mal gerne, was für ein Schönheitswert das dann hätte. Zwei nur. Ein Schönheitswert von 2. Naja, mein kein Minus. Was ist denn Holz? Gar nicht. Stahl, was haben wir denn hier zum Beispiel gepflastert? Beauty steht ja auch gar nicht. Hä? Oh, irgendjemand. Fio verhungert langsam. Er ist immer noch bekloppt. Hauptsache, der renkt sich wieder ein, bevor er hier mir verhungert. Cool, eine Batterie ist kaputt. Toll. Hat ja auch gerade noch gefehlt. Tja. Jo, Mensch, reiß dich mal zusammen jetzt. Ah, jetzt hat er sich wieder. Puh, das darf nicht so oft passieren. Was das hier für ein Beauty-Wert hat, auch 2. Ja, statt Holz würde ich dann vielleicht einfach den Metallboden nehmen. Oder wir nehmen tatsächlich einfach mal hier den Granitboden.
10 aber ungefähr. Oh, das reicht nicht mal, was? Reicht doch. 24 haben wir nicht, aber auch 120. Das ist blöd. Machen wir das mit Metall. Und gutes. Sieht schon mal besser aus als die ganzen Minus. Könnte die Gesamtstimmung natürlich deutlich heben. Aber wir haben noch keinen, der sich so richtig ums Putzen kümmert. Außer Fio, aber der ist regelmäßig... Naja, verhindert, sag ich mal. Das ist regelmäßig, aber es scheint so, als wäre er nicht der stabilste. Und deshalb auch nicht immer da. Wir haben jetzt auch noch ein. Hier liegt gerade ein frisch getötetes Dromedar. Während sich das Vieh uns gerade angeschossen hat. Ich bin sehr dafür, dass einer von den Leuten sich um das Dromedar kümmert. Das wäre echt ein fetter Fang. Allein schon wegen des Felds. Das können wir ziemlich gut gebrauchen. Oh. Ich habe gerade das falsche Tier töten lassen. Eieiei. Naja, okay. Kann passieren. Vielleicht mal wieder Platz dafür ein bisschen Schlachterarbeit. Wieso zieht Theo sich wieder komplett aus? Was macht er denn? Zieht er sich wieder an? Komischer Typ. Von den futtern auch manchmal das Zeug roh ohne was, also nicht die richtigen Mahlzeiten. Interessant. Aber sparen müssen wir nur wirklich nicht. Und CD hat sich endlich dazu entschlossen, das T-Shirt von Theo anzuziehen. Tun jetzt mal so, als hätten die sich geeinigt. So, wir müssen definitiv den Kühlschrank ausbauen. Hilft ja nichts. Vielleicht können wir das auch hier noch ein bisschen größer machen, dass man gleich den Gemeinschaftsraum noch mal vergrößert.
Könnte man sicherlich überlegen. Machen wir dann aber erst später. Das hat erstmal nicht so große Priorität. Da ist noch zum Glück einiges an Eisen da. Und schon wieder Cargo Pots. Ja, ich habe nicht gelogen, als ich euch sagte, dass hier das System für die zufälligen Events angepasst wurde. Diesmal ist es Hopfen. Mitnehmen, warum nicht? Muss zwar einer so weit laufen, aber wir haben jetzt ja hoffentlich bald unseren Hund darauf trainiert. Cassidy, dass er auch mal Sachen tragen kann. Ja, ist fast soweit. Cassidy. Ah, sehr cool. Ja, alles klar. Käse, die könnte jetzt eigentlich Sachen tragen. Ich bin mal gespannt, ob er das tun wird. Vielleicht auch noch mal eine Schlafstelle für ihn suchen. Animal Sleeping Box. Ist glaube ich hier bei CT mit drin. Ja, da kriegt er da eine Sleeping Box. Auch nicht immer hier draußen pennen. Was? Ah. Unser Iguana wurde gekillt und aufgefressen. Ich würde sagen, bevor das Vieh hier noch gefährlich wird, muss es weg. Gut, das Vieh ist erledigt. Zum Glück ohne großen Zwischenfall. Also so voll war mein Kühlschrank wirklich noch nie bisher. Ist das schon, der quillt ja schon über. Moment, warum ist das da unroofed? Thank you.
Da steht, das hat kein Dach. Aber warum? Ah ja. Jetzt ist es wieder richtig. Und schon wieder Cargo-Pots. Das ist ja ein Traum hier. 41 Components. Das ist ja schon gewaltig. Wir sollten auch langsam anfangen hier das Gebäude mal einzumauern. So. Und die Tür machen wir da und da an die Seite. Licht muss natürlich rein. So, dann verwittert das Zeug da drin auch nicht mehr so schnell. Hier sehen wir, dass der Stoff hier ziemlich an Qualität verliert. Was halt daran liegt, dass er draußen ungeschützt rumliegt. Wir müssen uns unbedingt mal so eine Kommunikationsstation hier hinstellen, dass wir definitiv mal auf Händler treffen. Können wir auch mal ein bisschen was verkaufen. Genug Geld haben wir auch. Können also auch Sachen eher kaufen. An sich sieht das alles sehr gut aus bei uns bis jetzt. Mittlerweile. Ach ja, wir haben ja Fleisch, das heißt, wir können vernünftige Portionen herstellen. Tut euch da keinen Zwang an. Besser so als verschimmeln lassen. Und wir haben ein neues Kleidungsstück. Was schlecht geworden ist. Cassidy hat den. Unser Hund hat die Leiche gefressen. Kann man, dass sie jetzt alles voller Kotze ist. Eieiei. Das ist ja. Böse Beats. Die Kotze kommt jetzt auch nicht weg, weil ich die nicht als Homezone deklariert habe. Die bleibt auch wahrscheinlich. Ja, das Haus scheint fertig zu sein.
Ah, hier, der ist schon. Das Stück ist ein bisschen besser geworden. Also unsere Leute haben auf jeden Fall endlich was anzuziehen. Wurde ja auch Zeit, wenn ihr mich fragt. Ja, eine wichtige Sache, dass wir hier vielleicht langsam mal eine Kommunikationskonsole hinbauen. So, hier muss dann natürlich wieder abgehackt werden, alles. Ist also auch fertig. Mensch, wenn wir so überlegen, wie wir angefangen haben, alleine. Und jetzt diese blühende Kolonie. Tja, kann ich hier vielleicht noch. Wir haben ja noch Production. Das meiste Zeug wird ja hier landen. Dann macht das vielleicht auch Sinn, da entweder so einen Forschungstisch hinzubauen. Oder. Das finde ich jetzt gar nicht mehr. Okay, hier ist es einfach als Crafting Spot beschrieben. Tja, mal sehen, ob wir da was hinbekommen. Ich müsste doch. Nee, es stimmt. Nee, ich muss das erst erforschen. Ich dachte, ich könnte hier so ein Steinmetz hinpacken. Aber. Nee, das wird wohl nix. Ah, hier, Cassidy. Wir sehen's. Cassidy transportiert tatsächlich Sachen hin und her. Also, wenn sich's allein dafür nicht gelohnt hat.